Servus, grüß euch miteinander und willkommen zurück zu Fire Emblem Fates Conquest oder auch Herrschaft. So, wir müssen noch Saiso besiegen und dann Ryoma, Abzug 25 wird der nämlich eingreifen. Aber noch 10 Züge, das heißt genug Zeit, dass Kase jetzt sich hier lang steht und diese Truhe hier noch mitnimmt. Denn wir haben Kankero schon besiegt und ich würde jetzt gerne schauen, dass die den umhaut. Vielleicht quittet sie ja. Wir geben uns nicht, egal wie düster es aussieht. Ich glaube an Hoshido. Ich glaube an meiner Ryoma. Oh Mann ey, worst case. Okay. Schaut's denn aus? Scheiße. Das ist ja absolut zu kotzen. Ich kann noch einen, aber wie mache ich das jetzt? Sie oder Xander müssen treffen. Komm schon, einer von euch beiden. Ja, sehr gut, Kyle. Ich habe versagt, mein Ryoma. Auch wenn ich sterbe, ich bleibe dabei. Ich glaube an Hoshido. Immer. Wir gewinnen diesen Krieg und die Welt wird eines Tages Frieden finden. Und Level für Kara nochmal. Ich hab mich extra angestrengt. Außenseiter. Ja, das war's in der Mission, echt so. Jetzt würde ich bloß ungern, das. Wobei vielleicht. Ich muss Mozo heilen. Okay, dann ziehen wir gleich mit rüber, weil dann heile ich Mozo. Und schicke dann gleich Kase da vorbei. Ich muss keine Angriffsreife stellen, damit nicht, dass Ryoma dann auf einmal auf die Idee kommt. Nach dem Motto, ja, dann greife ich jetzt doch mal an. Ich hätte es unglaublich gern Mozo da zum Support unten. Kase kommt dann gleich in die Truhe ran. Aber ich habe eigentlich einen Doppel-Mike und da sollte eigentlich reichen. Mose nicht. Kase. Was haben wir denn hier drin? 10.000 Gold, ja, seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Aber ich nehme jetzt mal den Drachenstein Plus, weil ich diesen Verteidigungsboost gerne hätte. Genauso der Klon, der hat den ja automatisch auch. Okay, er tut tatsächlich nichts. Ich muss ihn besiegen. Senkt ausweichen. Na gut, das heißt, er kann immer so ausweichen. 7 bloß. 7. 7 mal möchte ich dein Haar. Mit dem Apfelbaum. 7 mal und es wird wahr. Du hast keine Wahl. So. Man macht auch nicht viel. Drachenader. So, jetzt treffe ich auf jeden Fall besser und mache auch Schaden. Die Frage. Nee. Okay, zuerst mal. Ja, ich würde gerne das Original ihn töten lassen. Also ihn vom Original besiegen lassen. Ach, was soll ich machen? Torsch, da kommt die letzte jetzt wo. Warte mal, habe ich noch einen Fibulwinter auf. Okay, Mundschein, Kugelblitz. Das ist keine gute Idee, das Kugelblitz mitzunehmen. Leo! Warum kann das eigentlich Ding nicht nehmen? Das wäre echt cool. Ich kann kein Fibulwinter mehr auf Feuerrad, schade. Aber er kann ja anfangen, der Klon. Problem ist, er könnte critten.
Gibt's jetzt einen Support dazu stellen? Gibt's die Glück Support 2? Ach, der wird schon nicht critten, oder? Es würde halt genau reichen. So, so würde ein Crit nicht ausweichen. Nur ein ehrloser Tölpel mischt sich in ein Duell ein. So, und dann sind deine Werte eh gesenkt. Das Finsteriator. Ach, stimmt! Offiziell war es ja nicht Mike, sondern der Klon. Ja, aber jetzt wieder mit der Situation, ein Crit reicht. Aber nicht, wenn ich jetzt schnell heile. Jetzt heilen und Belize, den nehmen wir mal kurz auf, um Mike zu heilen und Ryoma zu besiegen. So. Es ist Zeit, Mike. Zeig mir die Kraft, mit der du unsere Schwester tötetest. Weiß das Yato nicht zurück, da dein Herz und deine Seele tot sind? Ryoma, hör auf damit. Ich will nicht mit dir kämpfen. Ich erkläre dir alles, auch was mit Hinoka passiert ist. Bitte hör mir doch zu. Ha, als ob du mich mit falscher Reue ablenken kannst. Wie kannst du es wagen, dich meinen Bruder zu nennen, nachdem du Hinoka getötet hast? Jetzt muss die Nase wieder so dicht sein, Mann. Du bist ein Nichts, nur ein dreckiger Feigling wie alle deine Untertanen. Nun, habe ich alles gesagt. Nichts, was du tust, kann mich umstimmen. Du bist nicht mein Bruder, Norischer Prinz. Sieh, wie mein Schwert den letzten Rest von schiedisches Blut in dir vergießt. Ryoma, nein! Muss wohl sein. Und der Klon crittet. I'm sorry. Oh, Ryoma. Mein Königreich, meine Ehre, alles verloren. Draco-Schild erhalten. Wir gehen nochmal ins Vorrat. Wir haben es geschafft. Xena, Moses und die Helden. Hoshiro ist gefallen. Ich bin eine Schande für mein Volk. Mike, töte mich sofort. Wenn du es tust, ist der Krieg vorbei. Wird dem Ende mein Leid, sodass ich bei Hinoka sein kann. Das kann ich nicht, Ryoma. Willst du mir auch noch die Gnade eines schnellen Todes verwehren? Mein Bruder, dich jetzt zu töten, würde dich nicht mit Hinoka vereinen. Ich habe sie nicht getötet, Ryoma. Sie lebt noch. Das muss eine Art Trick sein. Nein, sie und ich kämpften, aber ich wollte sie nicht töten. Und dich auch nicht. Ich konnte nicht. Es mag mich Leben und Mission kosten, doch sie bedeutet mir zu viel. Ich wusste, Vater würde Überlebende nicht dulden, also habe ich gelogen. Ich erweckte den Anschein, sie sei tot, und sagte ihr, sie solle sich bis Kriegsende verstecken. Deswegen nahm ich ihre Lanze als Beweis. Hätte ich sie wirklich getötet, glaubst du nicht, hätten wir ihren Kopf genommen? Schon, aber wie kann ich dir nach all dem, was du getan hast, glauben? Es tut mir leid, Ryoma. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Ich weiß, du hast keinen Grund, mich beim Wort zu nehmen, aber ich schwöre, es ist wahr. Sakura und Yukimura wurden gefangen genommen, aber sie sind am Leben. Takumi ist gefallen, aber die Leiche wurde nie gefunden. Er lebt sich auch noch. Ich möchte dich auch retten, Ryoma. Ich möchte nicht, dass du noch mehr sterben. Bitte, Bruder, ich sterbe lieber, als dich länger anzulügen. In Wahrheit bin ich nicht dein Feind. Alles, was ich getan habe, war zum Wohle aller. Mike, ich... Still, Vater kommt. Lass mich alles sagen, was ich sagen muss. Ich will dich und das Königreich retten. Das habe ich Hinoka versprochen. Du hast mich, aber sei gewiss, egal was passiert, du wirst immer mein Bruder sein. Was ist das? Ich könnte schwören, dass Yato einen Augenblick lang aufgeläutet hat. Kann das sein? Spricht er die Wahrheit? Dann flieh. Vater, der Kampf ist vorüber. Hoshiro des Prinz ist dem Tode nahe. Well, gut gemacht, mein Sohn. Ich danke euch, Vater. Die Zeit ist gekommen, das zu Ende zu bringen, worauf ihr so lange gewartet habt. Wenn ihr den Thron besteigt, gehört dieses Königreich zu Noah. Ja, aber zuerst werde ich bezeugen, wie du Prinz Ryoma tötest. Bist du Taubkind? Töte Prinz Ryoma! Keinem sonst soll dieser Ruhm zuteil werden. Führe den tödlichen Schlag selbst aus. Aber Vater, welchen Zweck soll das haben? Prinz Ryoma kann nicht mehr kämpfen, wir haben den Krieg gewonnen. Warum lassen wir ihn nicht an seiner Schande ersticken, anstatt ihn zu töten? Zu sehen, wie unser König den Thron seines Königreichs besteigt, ist schlimmer als der Tod. Dummer Junge, hast du nichts gelernt? Aufstände sind wie Samen. Man muss die Erde salzen, um sie am Keimen zu hindern. Du hast diese Worte selbst ausgesprochen, oder war der Sinneswandel nur eine Lüge? War er nicht, ich... Hey je, was heißt das denn wieder? Habt ihr etwa euren König belogen? Wenn ihr hierbei gelogen habt, dann vielleicht auch bei Prinzessin Hinoka.
Was habt ihr getan, Mike? Habt ihr Nor doch verraten? Ihr irrt euch. Ich habe meine Treue für Nor immer wieder bewiesen. Dann beweist sie ein letztes Mal. So stark wie ihr seid, solltet ihr sein Leben mit einem Hieb beenden können, oder? Töte ihn jetzt. Ich warte nicht länger. Tue es, oder du wirst als Verräter gebrandmarkt. Und gemeinsam mit deinem Herz zum Tode verurteilt. Vater. Mike. Ryoma, ich. Genug davon, Prinz Mike. Ist ganz klar ein Ver... Wartet! Ich weiß, was zu tun ist, und ich erlaube es keinem Noren, das für mich zu tun. Ich beende diesen Krieg auf meine Art. Wovon sprecht ihr? Seid ihr aus Verzweiflung verrückt geworden? Ryoma? Danke, Mike. Ich verstehe endlich. Es ist gut. Alles wird gut. Mein geliebter Bruder. Ryoma, nein, tu das nicht! Ich zähle auf dich, Mike. Ich werde... Wir vertrauen, Mike. Leb wohl. I cannot fall into the hands of an enemy, so I fulfill a samurai's final duty. Nein! Das darf nicht wahr sein. Ryoma. Ryoma, mein Bruder. König Garon belegte dieses Schauspiel, weil er Mike tötete nicht den Prinzen, wie er befohlen hat. Wohl wahr, aber ich nehme diesen Sieg trotzdem an. Prinz Ryoma ist tot und mit ihm Hoshido. Der Sieg gehört Nor. Zu guter Letzt bin ich nun König von allem und jedem. Nein. Mike, wohin gehst du? Mike, warte. Ach, Ryoma hat sich selbst erledigt. Ich darf nicht weinen. Ich muss stark bleiben. Wenn ich jetzt weine, war Ryomas Opfer umsonst. Ich bin König Garons Kind, ein kalter, herzloser Prinz. Meine Tarnung. Ich darf nicht zaudern. Ich folgte meinem Herzen auf dem Pfad in die Dunkelheit. Mike, der Verräter. Ich muss mich an dem Leib meiner Feinde laben und in ihrem Tod schwelgen. Ich habe kein Recht, Ryoma zu beweinen. Meinem Bruder. Nein, ich kann nicht. Ich darf nicht. Warum? Warum geschieht dies? Ryoma, Bruder! Mike. Asura. Ich konnte ihn nicht beschützen. Ich versprach Hinoka, ihn zu retten. Dass wir alle eines Tages eine Familie sind. Eine Lüge, die alles in meinem Leben. Ich verletze die ich liebe. Ruhig, Mike, es ist in Ordnung. Ich weiß, du konntest dein Versprechen an Hinoka nicht halten. Vergiss nicht das neue Versprechen, das du Ryoma gabst. Ein neues Versprechen? Genau, erinnerst du dich an seine letzten Worte? Er sagte, ich zähle auf dich. Er hat dir die Zukunft Hoshidos anvertraut. Das waren keine leeren Worte zwischen Feinden. Am Ende verstand er deinen Plan und erkannte dich als seinen Bruder an. Darum sagte er, was er so sagen musste, und tat, was er tun musste. Ryoma, mein Bruder starb mit einem Lächeln auf den Lippen. Er lächelte nur für dich. Er war so stolz auf dich, Mike. Lass dein Opfer nicht umsonst gewesen sein. Du wirst ihm das Versprechen erfüllen, oder? Ist dein letzten Wunsch? Ja. Du hast recht. Ich gab mir dein Versprechen und erhalte es, solange ich lebe. Ich werde dich nicht enttäuschen, Ryoma. Du warst so stark, Mike. Wir haben es geschafft. Wenn König Garon auf dem Thron sitzt, erfährt jeder die Wahrheit. Wir haben es geschafft. Aber darf ich nur einen kurzen Augenblick lang mit dir weinen? Oh, das ist so hart. Kapitel 26, Verrat. Oh, das ist so heftig.
Das ist heftig. Oh Mann, okay, dann machen wir noch ein bisschen random Sachen. Oder Supports werden wir dann wieder haben, oder? Dann lese ich ihn noch schnell. Ja, Mose und Xander. Alexander, es tut mir leid, was ich neulich zu euch gesagt habe. Ihr habt nichts weiter getan. Ich hätte euch nicht fortschicken sollen. Mach dir keine Gedanken. Du bist nicht die Erste, der ich Angst einjage. Bedauerlicherweise habe ich diesen Effekt anscheinend auf die meisten Menschen. Aber... Kein Problem. Es tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Du hast zu viel gelitten. Es ist mir unerträglich, dass ich dir ohne Absicht noch mehr Furcht eingeflößt habe. Bitte, mein Alexander, ich bin es, die falsch über euch gedacht hat. Niemals! Es war allein meine Schuld und ich muss eine Lösung für das Problem finden. Es muss eine Möglichkeit geben, wie ich weniger furchteinflößend wirken kann. Aber lass mich nicht mehr davon reden. Jawohl, mein Lord. Mein Lord? Ja? Ihr erinnert euch doch gewiss, dass ich in einem kleinen Dorf aufgewachsen bin, oder? Wir waren alle wie eine große Familie, alle kannten sich untereinander. Keiner musste seine Türen abschließen, man konnte jederzeit überall hingehen. Ja, ich habe davon gehört, das klingt wie ein wunderbarer Ort. Das war unser Dorf. Und auch wenn es jetzt weg ist, sein Geist lebt in mir fort. Und ich möchte, dass diese Armee sich genauso anfühlt, wie eine große Familie. Könnte ich wohl in euch ein Mitglied der Dorfgemeinschaft sehen, mein Lord? In meinem Dorf stritt man sich nie darüber, wer an irgendetwas, was die Schuld trägt. Und es hatte auch niemand Angst vor irgendjemand anderem. Klingt das gut? Klingt nach einem ganz wunderbaren Plan. Es wäre meine Ehre, Teil deines Dorfes zu sein. Vielen Dank, Mosu. Ich habe euch zu danken, mein Lord. Schön. Und Keaton und Felicia. Felicia, oh, Felicia. Keaton, kein Schritt weiter. Ich will keinen eurem innerlichen Käfer sehen. Aber das ist ein absolutes Prachtexemplar. Nein, 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 nein. Kommt mir damit nicht zu nahe. Aber er ist was ganz Besonderes. Du wirst ihn lieben. Werde ich nicht. Ich will keine Käfer sehen. Das ist mein letztes Wort. Du bist so lustig. Natürlich willst du welche sehen. Du bist nicht verrückt. Außerdem kreischst du immer vor Freude, wenn ich dir einen zeige. Ich kreische vor Angst. Warum will ich das nicht aus dem Kopf? Ha, du reißt schon wieder Witze, als ob jemand so etwas Süßes eklig finden könnte. Schau dir nur seine knuffigen Fühler an. Sind sie nicht putzig? Nein, ich verstehe das wirklich nicht. Nicht jeder teilt euren Geschmack, vor allem wir Menschen nicht. Echt? Seltsam, du wolltest trotzdem einen Blick riskieren. Was, wenn er dir gefällt? Solltest. Nein, das werde ich bestimmt nicht tun. So lass mich endlich in Ruhe. Felicia, warte doch. Okay. So, Arena mache ich nicht. Kristalle hole ich mir schon ab. Eigentlich wollte ich noch ein Herzziegel geben und wieder zurück zur Adligen machen. Machen wir noch schnell, vielleicht überall. Ich glaube nicht, dass ich sie jetzt noch einsetzen werde. Auf der anderen Seite könnte ich sie ja für Forest mitnehmen. In der letzten Mission, aber da müsste ich noch ein bisschen nachtreten. Aber das kann ich eigentlich auch noch machen, dann offscreen. Dass ich sie ein bisschen nachziehe. Und dann haben wir noch eine Einheit zusätzlich. Oder was kann sie denn alles werden? Sie könnte auch ein Schwertmeister. Ich meine, die Einheit haben wir noch gar nicht im Repertoire. Dann mache ich sie zum Schwertmeister. Machen wir das. Die Kleine kann aber ein Schwertmeister und mit der einen Fähigkeit levelt sie ja besser. Weil, das ist wirklich eine Klasse, die ich auch gar nicht im Repertoire. Und meine Lieblingsklasse hätte ich schon irgendwo vertreten. Verständlich wahrscheinlich. Ein Panzerbrecher nimmt sie noch mit und sonst kann sie eh nichts mehr. Dann trainiere ich sie auch nochmal offscreen ein bisschen nach. Und dann wird die noch unsere Schwertmeister-Einheit. Ich glaube, das ist ja eh gut bestückt mit den Einheiten hier. Aber ja, ich hab Lindwar mitgenommen in Awakening. Nämlich die kann er schon auch mitnehmen, aber die war dann immer ein bisschen hinterher. Falls ich zum Schwertmeister machen kann, finde ich gut. Aber das war's mit Fire Emblem. Fates for heute, ich danke fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.